Im Stationsalltag kann ich mich natürlich super verwirklichen, weil ich auch ein sehr sportlicher Mensch bin. Besonders gefällt mir an meiner Arbeit, nah an den Patienten zu sein, ihnen Hilfestellung zu leisten und ja, sie auf das spätere Leben danach wieder darauf vorzubereiten. Ja, warum die Region? Ob kulinarisch und natürlich auch arbeitstechnisch. Hier ist alles vorhanden, was man braucht zu einem guten, schönen Leben in Franken. Vor allen Dingen eine hohe Brauereidichte. Da muss jetzt die Seidlerei kommen und mit die besten Bratwürste in der Bundesrepublik. Wir arbeiten hier in der forensischen Psychiatrie in Erlangen mit psychisch kranken und suchtkranken Straftätern, die eine Straftat begangen haben aufgrund einer Psychose beispielsweise oder einer Suchterkrankung. Im Fokus steht ja erstmal die Sicherung der Gesellschaft, bis sich die Patienten wieder gebessert haben vom Gesundheitszustand. Und dann wird man sie in die Gesellschaft wieder resozialisieren. Neben dem Sportangebot wie zum Beispiel Basketball oder unserer Turnhalle gehen wir mit den Patienten auch raus. Wir bieten Walking-Gruppen, Jogging-Gruppen, wir machen eine Fahrradgruppe. Und da sind wir sehr dankbar darüber, dass wir so ein weiträumiges und großes Areal um unsere Klinik herum haben. Wir halten in kniffligen Situationen zusammen, haben ein unfassbar gut funktionierendes Ausfallmanagement und wenn die Hütte brennt, sind wir füreinander da. Man kann sich persönlich hier entfalten, man hat viel Zeit für seine Patienten. Es macht einfach immer wieder Spaß und ich kann nur die Frauen alle da draußen ansprechen und sagen, traut euch und kommt in die Forensik. Wir werden dich sanft und mit aller Sorgfalt in diese forensische Welt bringen. Wenn du die nötige Empathie, die Wertschätzung der hier untergebrachten Patienten mit ins Team bringst, dann freuen wir uns recht herzlich auf dich. Super Kollegen, ein tolles Miteinander. Wenn auch du darauf Lust hast, komm zu uns in die Forensik. Ciao.